Chase Ideenreich und heute habe ich euch die neuen Brushos mitgebracht. Brushos sind, das ist ein Pulver mit hochpigmentierter Farbe und damit lassen sich ganz toll Hintergründe gestalten. Ich möchte euch ein paar Varianten vorstellen, wie man die auftragen kann und wie die auch wirken. Und am Schluss machen wir noch diese Karte zusammen. Das ist eigentlich eine ganz lustige Karte mit den Party-Pandas, die man jetzt in der Celebration für 60 Euro Bestellwert geschenkt bekommt. Das ist ein Stempelset, ein Gummistempelset. Ups. Ja, ein Gummistempelset. Und ja, genau. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit den Brushos. So, gute Karte. Die werden in der Verpackung geliefert. Und das sind, also das ist keine reine Farbe, also kein reines Gelb, sondern da sind auch noch rote Farbpigmente drin. Oder hier sind gelbe Farbpartikel und rote drin und so. Ja, genau. Ich benutze dazu einmal den Stempenspritzer. Den Stempenspritzer, so. Den gibt es im Jahreshauptkatalog, kostet meines Erachtens 3,50 Euro. Und dann die Pinselstifte, die gibt es in zwei Wassertankpinsel, die gibt es in zwei Stärk. Ob ich den anderen erwische. Ja. Die gibt es in zwei Stärken. Ich habe jetzt die dicke Spitze genommen und es gibt aber auch noch die dünne Spitze. Da füllt man einfach Wasser rein und dann füllt sich der Pinsel mit Wasser. Genau. Und hier logischerweise auch schraubbar auf und kann man Wasser reinfüllen. Genau. So. Dann habe ich mir hier Seitenglanzpapier vorbereitet. Vier Stück kriegt man aus einem A4. Kriegt man aus einem A4. Jetzt kam gerade der Nachbar vorbei. Deswegen meine Fuchtelbewegung. Vier Stück mit den Maßen 10 x 14,4 cm, um es gleich als Kartenbasis zu nutzen. Genau. Also, wir beginnen einfach mal. Und zwar mache ich mir, das hier ist übrigens eine wasserfeste Unterlage. Ihr solltet darauf achten, dass ihr möglichst eine wasserfeste Unterlage drunter habt, sonst ruiniert ihr euch eure Unterlage. Weil das ja doch ein bisschen rumsaut. Ich habe aber darauf verzichtet, irgendwas noch drunter zu legen, denn die kann ich einfach abwischen und gut ist. Also, ich befeuchte mir erstmal meine Unterlage so ein bisschen. Ich mache sie nicht ganz tropfnass und dann nehme ich mir einfach Farbe und studiere so drauf. Und seht ihr das? Ich finde, allein der Effekt ist total cool. So. Und jetzt könnte ich zum Beispiel mit dem Spritzer nochmal drüber gehen. So, weil mir das jetzt aber zu nass ist, nehme ich mir einfach ein Taschentuch, tupfe das ab. So. Und jetzt nehme ich mir zum Beispiel mal Rot. Setze da ein paar Effekte. Und gehe nochmal mit meinem Spritzer drüber. So, und auch hier wieder nehme ich mir wieder ein Taschentuch. Also der Taschentuchverbrauch bei der Technik ist immens. Aber das macht ja nichts, weil ich finde also das Ergebnis ist total cool. So, und weil ich das jetzt hier noch ein bisschen intensiver möchte, löse ich mir hier wieder auf. Und nochmal mit dem Spritze drüber gehen und so möchte ich das jetzt trocknen lassen. So ist dann mein Hintergrund fertig. So. So viel zur einen Variante. Jetzt mache ich mir erstmal meinen Untergrund wieder trocken und sauber. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr ein Motiv auf das Papier, wenn es noch nicht bearbeitet ist, drauf embossed. Und möglichst in Clear oder in Weiß. Ihr könnt es natürlich auch in Silber nehmen, aber mit den beiden Farben ist es am effektivsten. Und dann geht ihr mit den Brushos drüber. Dann bleibt dieses Motiv und habt
einen gestalteten Hintergrund dahinter. Die Technik, die ist im Frühjahr-Sommer-Katalog einmal erklärt, von dem her wollte ich die jetzt einfach auslassen. So, jetzt mache ich einmal mein Papier komplett nass, also wirklich tropfnass. So, dass es quasi schwimmt und damit man keine Spritzer mehr sieht. Und dann gehe ich da einfach mit meiner Farbe drüber. So. Und toll kann man da jetzt auch noch einfach ein paar andere Akzente reinsetzen. Und damit wäre der Hintergrund schon fertig. Wenn es mal schnell gehen soll. Klar, das tropft jetzt überall, aber ich nehme hier einfach ein Tuch, lege mein Papier auf dieses Tuch drauf. Ja, Moment, ich mache es den Hintergrund ein bisschen trocken. So. Natürlich kann man das Papier jetzt auch noch nehmen und das so ein bisschen hin und her bewegen, weil das ja so nass ist. Kann man die Farbe dann noch so ein bisschen in die Richtung bewegen, in die man sie haben möchte. So. Und dann wäre das auch fertig. So. Wieder Hintergrund sauber machen. Also Untergrund, nicht Hintergrund. Gibt es nämlich auch noch die Technik. Also die Techniken sind ja alle recht ähnlich. Aber die Ergebnisse, wenn man genau hinschaut und wenn man da ein bisschen rumprobiert, sind schon unterschiedlich. Ich nehme mein Papier und lasse es so trocken. Nehme mir jetzt dieses Moosgrün und tue das einfach ein bisschen draufpulvern. Draufpulvern, draufstreuen. So. Dann nehme ich mir wieder meinen Spritzer und spritze da einfach nur so ein bisschen drüber. So, und dann lasse ich das so und lasse das so trocknen. Und ich finde, das sieht ganz toll aus. Das sieht wirklich richtig wie gesprenkelt aus und man hat dann aber so ein paar flächige Flächen mit dabei. Das gefällt, also die Technik, die gefällt mir persönlich noch am besten. Finde ich cool. Dann hat man nicht ganz so diesen derben Auftrag, Farbauftrag. So, und dann kommt jetzt mal unser Pinsel zum Einsatz. Und zwar geht das Ganze ja auch mit dem Wassertankpinsel. Ich mache eine Fläche, schön feucht. So. Und dann trage ich wieder mein Pulver auf. Ich finde, das sieht immer so cool aus. Und das kann ich jetzt mit dem gleichen Pinsel auch noch verwischen. Und zwar dorthin, wo ich es haben möchte. Wenn das Papier nicht ganz so feucht ist, dann sieht man trotz Verwischen noch, wo man diese Farbpigmente als erstes aufgetragen hat. Natürlich könnte man das dann jetzt wieder abtupfen. Ihr könnt es auch trocknen lassen, dann wäre die Farbe intensiver auf dem Papier. So, dann wische ich mir auch meinen Pinsel ab, damit der nicht mehr rot ist. Weil ich jetzt noch mit Blau drüber gehen mag. Ich tue mir das wieder anfeuchten. Gehe ich mit Blau drüber. Nicht ganz so viel und mache das quasi nochmal. Und dann tupfe ich mir das wieder ab. Und so hat man einen sehr seichten Hintergrund, also einen sehr hellen Aquarellhintergrund. Man kann natürlich das Ganze auch, wie gesagt, so trocknen lassen, ohne dass man das abtupft. Und dann entstehen solche Sachen. Das war unser erstes, was wir gemacht haben.
Und da sind jetzt, haben sich so ein paar Pfützen gebildet, die stören aber überhaupt nicht, die geben dem Ganzen noch ein bisschen Tiefe. So, das sind so die vier Sachen, die ich euch zeigen wollte. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viel mehr, wie man die Farben verwenden kann. Man könnte zum Beispiel auch mit diesem Pinsel, also man trägt wieder entweder auf nass oder eben auch auf trocken und dann tupft man bloß. Also lässt so Wassertropfen auf die Farbe regnen. Das gibt auch einen ganz tollen Effekt. Vielleicht habe ich gerade hier noch ein... Habe mir noch ein kleines. Ich mache es jetzt mal ein bisschen nass. Also nicht tropfnass, sondern wirklich nur ein bisschen. Dann nehme ich mir das Rot. Also ihr seht, das verschwimmt auch gar nicht richtig, nur so ganz leicht. Und dann lasse ich so ein paar Regentropfen drauf regnen. Und das lasse ich jetzt so trocknen. Das hat auch einen coolen Effekt. Jetzt muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein beim Wegräumen. Jetzt wälzt sich dieses Papier ja ziemlich. Ich habe das dann so gemacht, dass ich es einfach umdrehe. Also man kann es, gelesen habe ich, man kann es umdrehen, macht von hinten nochmal Wasser drauf und lässt es dann trocknen oder legt es irgendwo drunter. Und dann wird es auch gerade. Mir reicht das, wenn ich das einfach unter meine Arbeitsmappe lege. Dann wird es nämlich auch gerade. So, das mache ich gerade mal. Natürlich sollte die Oberfläche dann möglichst trocken sein. Oder halt angetrocknet schon mal. Schon mal gut angetrocknet, sagen wir mal so. So. So viel mal zu den Techniken oder Anwendungsbeispielen, wie man die Brushes so verwenden kann. Natürlich kommt das mit einem, wenn man ein Motiv in den Hintergrund stempelt, nochmal richtig cool raus. Aber da das schon erklärt ist im Katalog, wollte ich euch jetzt einfach erstmal zeigen, was ich heute so ausprobiert habe. Und jetzt kommen wir zu unserer Partypanda-Karte. Ich habe mir mit der 1,75 Zoll Kreisstanze 6 Kreise ausgestanzt. Die passen ziemlich gut auf das Kartenformat 14,9 x 10,5. Einer fehlt. Da ist er. Genau, und die bearbeiten wir jetzt. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, sie wirklich nur nass zu machen. So. Gar nicht unbedingt flächig. Und dann drauf zu streuen. Vielleicht da noch ein bisschen. So. Und dann lege ich sie mir einfach beiseite und lasse sie trocknen. Mach wieder trocken. Und das mache ich jetzt mit allen 6 Kreisen in 5 Farben. Und den letzten mache ich mit Blau und Rot, weil ich finde, das kommt ganz cool raus. So, jetzt habe ich meine 6 Kreise bearbeitet. Sie sind ein bisschen heller geworden als auf der anderen Panda-Karte. Das macht hier überhaupt nichts. Das finde ich immer ganz cool, weil die Ergebnisse, die sind nie gleich und das gefällt mir so. So, die Kreise müssen jetzt erstmal trocknen. Was noch ganz wichtig ist bei den Brushos, bitte, also meine sind auch noch komplett verschlossen, bitte lasst sie zu. Stecht euch einfach mit einem... hier mit einer Nadel ein paar Löcher rein. Also ich habe das zuerst mit einer ganz feinen Nadel gemacht. Da kam mir zu wenig raus. Von dem her habe ich jetzt die genommen und mir einfach 2 Löcher noch zusätzlich gemacht. So habe ich jetzt in jedem ungefähr 4 Löcher. Und damit kann man das am besten dosieren. So, wie gesagt, Party Panda Set.
habe ich mir den Panda in Schwarz aufgestempelt, habe ihn ausgeschnitten und dann habe ich dieses herzlichen Glückwunsch, das ist mit dabei, habe ich mir gestempelt in Jeansblau und dann mit unserer Stanze ausgestanzt. So, das habe ich auch noch gemacht mit Jeansblau und Smaragdgrün. Dann habe ich mir einen Kartenaufleger zugeschnitten, der hat die Maße 10,3 mal 10,3 mal 14,7. Genau. Und die Karte hat die Maße 10,5 mal 14,9. So, da bin ich wieder. Zugegeben, sie sind noch nicht 100% trocken, aber das war mir jetzt. Es funktioniert auch so. Ich nehme jetzt Tombow und klebe die Kreise einfach einmal auf. Jetzt habe ich sie aufgeklebt und wie ihr gesehen habt, bei der Karte habe ich natürlich zuerst den aufgeklebt und dann den mittigen, damit ich da auch die Mitte habe. Hier habe ich es halt mal andersrum gemacht, ne? Aber naja, dank des Klebemittelradiergummis ist mein Fehler ja ganz gut behoben worden. So, jetzt habe ich hier die drei Fähnchen. Die klebe ich mit Kludotz aufeinander. So ein bisschen versetzt, damit das wirklich aussieht wie so eine kleine Fahne. Und dadurch hebt sich das auch optisch vom Untergrund ab. So. Und dann habe ich mir meine Dimensionals genommen und damit meine... Wir haben ja auch kleine Dimensionals im Angebot. Da mir die aber ausgegangen sind, musste ich mir ein bisschen helfen und habe mir einfach ein Randteil in der Hälfte durchgeteilt. Wo sitzt da? So. Und den Partybander habe ich natürlich auch mit der Menschenmess aufgeklebt, damit das sich ein bisschen abhebt. So. Den klebe ich hier hin. Dann mache ich hier die Trägerfolie noch ab. Und... Ups. Damit ist unser Träger fertig. Für noch mehr Dimensionalität habe ich jetzt die Karte auch noch mit Dimensionals aufgeklebt. Ich klebe jetzt nicht ganz im Rand, weil ich der Karte noch so ein bisschen Schwung geben möchte, indem ich sie etwas versetzt auf meine Grundkarte aufklebe. Oh, das reicht. So, überall die Trägerfolie ab. Dann einfach ein bisschen aufpassen, dass ihr hier unten am Rand gerade seid, also bündig mit der Trägerkarte, und dann könnt ihr so einfach ein bisschen versetzt mit aufkleben. Und dadurch hat das Ganze noch ein bisschen mehr Schwung. So, ich hoffe, ich konnte euch die Brushes ein bisschen näher bringen
und auch, was man so als Projekt damit machen kann. Auf meinem Blog seht ihr noch weitere Karten, die ich mit den Brushos gestaltet habe. Unter anderem möchte ich euch dann auch noch unsere, die wir jetzt gemeinsam koloriert haben, aquarelliert haben, den Hintergrund gestaltet haben, wie man auch immer sagen möchte, wie ich die dann zu Karten verarbeitet habe, beziehungsweise wie das Endergebnis aussieht. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Ich würde mich über ein Like freuen und natürlich, wenn ihr mich abonnieren würdet, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Schaut mal auf meinem Blog vorbei und dann wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß mit den Brushos. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!